ihr seht richtig, ich war echt ein bisschen schockiert, was ich da für komische Nachrichten bekommen habe zu meinem Doppelschleifer und was das für ein böses System ist. Ja, ich werde gleich im Video drauf eingehen. Heute mal mit einer anderen Perspektive, denn es wird langsam wieder schön warm draußen. Dann kann ich mal die Tür rauflassen und das bringt so richtig viel schönes, helles Licht. Und aus dem Grund filme ich jetzt mal aus dem Eingang. In der letzten Woche gab es ein paar richtig coole Projekte, richtig viel mit Massivholz, richtig viel für Stauraumorganisation für die Werkstatt. Und da werde ich auf so ein paar Fragen heute eingehen, denn ich habe richtig viele gute Kommentare von euch bekommen. Und der erste Kommentar ist von Christoph Müller. Der bezieht sich auf eine Frage in dem Video, da habe ich euch nämlich gefragt, ob ich ein Video machen soll aus Baumarkt Massivholz, in dem Fall Fichte, und ob ich daraus mal ein Projekt bauen soll. Das ist nämlich eine super günstige Alternative zu Buchen- oder Eichenmassivholz, was man nicht so überall finden tut, je nachdem wo man wohnt, aber im Baumarkt findet man auf jeden Fall Fichtebohlen und die sind schon sehr, sehr gut für Massivholzprojekte. Also nimm doch gerne mal an der Umfrage teil, ob ich daraus wirklich ein Video machen soll und schreib gerne mal deine Meinung oder deinen Projektvorschlag in die Kommentare, was ich denn bauen könnte. Ich habe ja vielleicht vorgestellt, dass ich aus dem Holz so eine coole alte Truhe bauen könnte, also eine neue Truhe bauen könnte. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was du vorschlagen tust, was ich daraus bauen kann. Das war auch eins von den letzten Projekten. Ich werde auch in dieser Folge Neuigkeiten, werde ich wirklich nur mal diese letzten drei Videos, über die ich dann nochmal spreche, oben rechts verlinken, damit ihr euch so dann vielleicht nach diesem Video hier anschauen könnt. Das habe ich in der vergangenen Zeit nicht so oft getan, denn oft habe ich dann mehrere Videos hier in den Neuigkeiten angesprochen und man kann bei YouTube halt eben nur, ich glaube, 5 Videos in einem Video verlinken. Und aus dem Grund werde ich mich jetzt ab heute, so hört sich's besser an, darauf beschränken, dass ich dann immer die letzten Videos einfach in den Neuigkeiten verlinken werde. Zu diesem Projekt hier, es ist ja ein Massivholzprojekt, da habe ich eine Frage vom Guido von Schönhüb bekommen. Hey, eine Frage habe ich, du hast ja das Holz von draußen geholt und es wird hier an deiner Werkstatt hängen. Kommt es dann nicht zum Verzug, wenn es nicht auf das Feuchtigkeitsmaß deiner Werkstatt ist? Dieses Holz hier, das hat in etwa draußen gelagert auf jeden Fall mal, abgedeckt komplett. Das hat in etwa, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre hat das gelagert. Die Bohle war so in etwa 45 mm dick. Das heißt, so grundsätzlich ist das erstmal lang genug. Man sagt bei Massivholz, dass wenn man es verarbeitet, man es erstmal akklimatisieren muss oder sollte. Speziell im Sommer. Damit sich das Holz eben anpassen tut. Und wenn man es dann verarbeitet und man es zum Beispiel verleimt, dass es sich dann danach nicht zu krass nochmal verwindet. Jetzt ist es in meinem Fall so, das hier ist eine Gartenwerkstatt oder eine Schuppenwerkstatt, so will ich es mal nennen. Da bringt das nicht so viel, weil das sehr, sehr stark schwankt. Im Sommer ist es hier sehr trocken drin, im Winter ist es sehr feucht drin. Deswegen kann ich das in meiner Werkstatt hier nicht so effektiv machen. Es bringt halt eben nicht so viel. Ich habe aber schon gemerkt, die Projekte, die ich hier drin gebaut habe, sei es zum Beispiel ein Esstisch oder ein Couchtisch, da merkt man halt schon, dass das Holz noch später ein bisschen arbeitet. Muss man immer so ein bisschen im Auge halten. Aber wenn du Schreiner bist und du das sowieso öfters machst, schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr das so handhabt, wie lange ihr es lagert und wie ihr es einfach macht. Dann noch eine Frage von E-Otto, das hat jetzt nicht direkt was mit diesem Video zu tun. Wann kommt das Sägewerk oder habe ich was übersehen? Sehr schöner Schrank. Dankeschön erstmal. Das Sägewerk kommt wahrscheinlich in so 2 Wochen. Da muss ich noch so ein paar Vorbereitungen treffen. Es sind aber auf jeden Fall 2 Videos geworden. Ein Bauvideo und ein Video, wo ich das Teil benutze. Ich denke, es wird so in 2 Wochen in etwa erscheinen. Ich habe derzeit relativ viel vorgefilmt, also wundert euch nicht, wenn ich in der Werkstatt arbeite, die jetzt nicht mehr up-to-date zu dieser Folge Neuigkeiten ist. Wenn wir schon beim Thema sind, die Freizeitbanane, geiler Name. Mir war so, als hättest du mal über eine neue Werkstatt nachgedacht. Kommt da noch was? By the way, oder BD? Schöner Schrank. Tatsächlich habe ich das vor relativ langer Zeit angesprochen und ich habe mir auch vor kurzem jetzt, ich glaube vor 1 oder 2 Wochen, habe ich mir eine Werkstatt angesehen. Es ist halt bei mir im Umkreis sehr, sehr schwierig, was Passendes zu finden. Entweder ist es viel zu groß, viel zu klein, in der falschen Gegend. Es ist einfach ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir eine Werkstatt angesehen und ich weiß noch nicht genau, wann ich jetzt wirklich in eine andere Werkstatt ziehe. Ich habe auf jeden Fall eine angesehen. Die hat nicht so wirklich hingehauen oder die passt nicht so wirklich, weil sie viel zu weit weg ist. Aber nur so eine kleine Info an die Leute, die sich vielleicht auch eine Werkstatt suchen. Wenn ihr aktiv nach einer Werkstatt sucht, dann habe ich so einen Tipp für euch. Wenn ihr zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer ihr seht, nachschaut, sucht mal nach dem Suchbegriff Gewerbeimmobilie. Da findet ihr oft, also in meinem Fall oft, Punkte die oder Werkstätten, die wirklich gut sind, die dann auch wirklich passen könnten vom Preis und von der Größe her. Denn ich habe in der Vergangenheit immer nach den Suchbegriffen Halle, Werkstatt, Lager oder, ja gut, das waren so die Begriffe, nach denen ich gesucht habe. Und da habe ich halt viele richtig große Hallen vorgeschlagen bekommen, aber nicht so
mit 100 Quadratmetern. Also wenn du was suchst, such mal unter dem Suchbegriff Gewerbeimmobilie. Kleiner Tipp so. Dann habe ich noch eine Nachricht vom Ralf Schmidt bekommen, da musste ich sogar ein bisschen schmunzeln. Hallo Philipp, sehr edel das Teil, aber zu schade für die Werkstatt. Sag mal die Klavierbänder, wow, gibt es das überhaupt noch? Das war doch zur Zeit der Dinosaurier. Das stimmt's, wenn man sich so alte Vollholzmöbel ansieht, die speziell sehr, sehr dunkel gebeizt sind und sehr wuchtig sind, da sind auch oft Klavierbänder benutzt worden. Da muss ich sagen, gefallen sie mir persönlich auch nicht so gut. Aber jetzt in diesem Fall hier gefällt mir sehr, sehr gut, denn es gibt einfach so einen kleinen Eyecatcher hier an der Seite. Man sieht das jetzt nicht so gut, weil es so nah an der Wand hängt. Aber in dem Fall hat es mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Aber nimm du doch gerne mal an der Umfrage dran teil, wie dir diese Klavierbänder gefallen. Ob du die grundsätzlich nicht mehr schön findest oder ob du sagst, okay, ja. Bei manchen Projekten gefallen sie mir auf jeden Fall. So sieht es bei mir übrigens aus. Dann habe ich ja vor ein paar Wochen hier diese Schärfstation mal in der letzten Folge Neuigkeiten vorgestellt und ich war wirklich, wirklich schockiert, was ich da für Feedback bekommen habe. Das hat mich wirklich sehr erstaunt. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe hier diese Schärfstation gebaut rein, um meine Drechseleisen zu schärfen. Dazu kommt noch der Punkt, dass mir viele Zuschauer halt eben zuschauen, die vielleicht ein bisschen jünger sind und halt eben auch nur drechseln möchten und mich sehr, sehr oft fragen, Philipp, wie schärfst du deine Drechseleisen? Und ich habe da auch schon Videos zu gemacht, wo ich meinen Nassschleifer benutzt habe. Aber nachdem ich halt hier dieses Trockenschleifsystem vorgestellt habe und auf Instagram habe ich da auch relativ viel gezeigt, haben mich Nachrichten erreicht, wo ich mich gefragt habe, was? Wirklich? Es war wirklich mal wieder so ein Thema, da hätte ich nicht dran gedacht, dass da so absurde Dinge auf mich zukommen. Deswegen war ich auch so baff. Aber mich haben, wie gesagt, sehr, sehr komische Nachrichten erhalten. Das hier ist halt eben so ein Thema. Es ist relativ günstig. Ihr braucht keine super coole Maschine, die super teuer ist. Und ihr könnt halt eben eure Drechseleisen günstig schärfen. Und da haben mich Nachrichten erhalten. Ich war halt wirklich baff, weil das so ein stupides Thema eigentlich ist. Oder ein simples Thema, sage ich mal. Kommen wir mal zuallererst zu einer der Aussagen, die mich sehr, sehr oft getroffen haben. Das war die Aussage, Philipp, wenn du damit deine Drechseleisen schärfst, werden sie weich, weil die Schneide viel zu heiß wird. Habe ich unglaublich oft bekommen, die Nachricht. Aber dabei frage ich mich so, ja, warum wird die Schneide heiß? Klar, weil man das Ganze hier vorne schleift. Wann wird sie heiß? Wenn man das Werkzeug da vorne reinprügelt, damit es keine andere Möglichkeit gibt, dass die Schneide verglüht. Wenn man das Werkzeug hier vorne leicht draufhält, und das ist ja der Inbegriff von Schärfen, dass man die passende Form, den passenden Abstand hat und dann einmal über die Schneide drüber geht, damit die Schneide nochmal neu ist, dann entsteht auch nicht so viel Hitze. Man darf halt eben nicht wie so ein Verrückter das Werkzeug da reinprügeln, dass es zwangsläufig heiß wird. Das war so eine der ersten Nachrichten, die ich super oft bekommen habe. Aber was habe ich noch bekommen? Ich gebe euch mal noch eine kleine Preview auf ein kommendes Video. Da habe ich nämlich ein Drechseleisen gebaut. Und da bin ich auch so ein bisschen auf das Thema eingegangen mit der Schneidendicke, wann es verglüht und. Ich zeige dir aber erstmal das Werkzeug. Ich habe in diesem Video hier diesen Meißel selbst gebaut. Da zeige ich dir wie gesagt alles, wie man das Ganze drechselt, wie man das Ganze bohrt, wie man die Schneide herrichtet. Und ihr seht, die Schneide sieht ziemlich fein aus. In dem Video werdet ihr auch sehen, dass das Werkzeug sehr, sehr gut funktioniert. Obwohl die Schneide so dünn ist. Aber eigentlich würde das ja nicht funktionieren, wenn das Werkzeug vorne verglühen würde. Dann kam da noch eine Aussage zu dieser Schwabbelscheibe. Da wurde mir sehr, sehr oft gesagt, das wird nicht funktionieren. Damit machst du die frisch geschärfte Schneide wieder kaputt, weil du das Ganze quasi abrundest. Ich werde jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich werde einmal ein Stecheisen schärfen, was auch sehr dünn ist. Und werde es euch einfach einmal zeigen, damit ihr seht, dass es scharf ist. Das hier ist das Stecheisen, was ich schärfen werde. Und da muss ich jetzt zuallererst den Winkel einstellen. So schaut die Schneide jetzt aus. Und jetzt werde ich sie hier dran abziehen. Das mache ich mir, glaube ich, relativ einfach. Ich zeige es euch einfach. Ich darf das nicht so oft zeigen, sonst ist meine Hand wieder bei ganz kahl. Also mir ist es scharf genug. Hier noch einmal die Schneide. So, jetzt könnt ihr euch selbst überlegen, ob euch das scharf genug wäre. Also mir persönlich ist das auf jeden Fall scharf genug. Und es zeigt einfach, es funktioniert. Man kann damit das Eisen sehr, sehr gut entgraten. Ihr habt vorher gesehen, da war ein Grat drauf. Jetzt ist kein Grat mehr drauf, sonst hätte es ja nicht funktioniert. Eine Sache will ich aber noch kurz ergänzen.
Ich rede halt, wie gesagt, die ganze Zeit von Stemmeisen zu schärfen, aber halt nicht von Hobeleisen. Mit Hobeleisen habe ich es auch noch nicht ausprobiert. Da würde ich sagen, okay, da wäre vielleicht ein Wasserstein immer noch besser als jetzt hier so ein System, speziell das Abziehen. Aber wenn es um Stemmeisen geht, die man immer mal während dem Projekt nachschärfen muss, ist das hier wirklich ideal in meinen Augen. Und einfach die Aussage, okay, mit der Schwabelscheibe, mit der Polierscheibe funktioniert es nicht, habe ich, würde ich sagen, so widerlegt. Das waren jetzt so die beiden Hauptaussagen. Ich gehe jetzt ganz besonders nicht so genau ins Detail, weil ich auch nicht irgendjemandem persönlich auf die Füße treten möchte. Das hier waren Kommentare, die habe ich von vielen bekommen. Und deswegen habe ich das nur diese beiden behandelt. Ich wollte eigentlich noch ein paar andere ansprechen, aber die habe ich einzeln bekommen. Und ich will halt eben nicht den Verdacht erwecken, dass ich so ein bisschen respektlos denen gegenüber bin. Denn ich bin ja trotzdem froh, dass ich die Kommentare erhalte. Auch wenn es solche Kommentare sind. Nur ich war halt wirklich echt ein bisschen baff, was da für Feedback schon wieder bei rumgekommen ist. Eine grundsätzliche Sache möchte ich hier noch kurz ansprechen. Ich habe eben am PC gesessen und ich gehe dann immer die ganzen Kommentare durch. Und ich habe so ein paar Kommentare mir rausgepickt. Da habe ich mir am Anfang überlegt, komm, soll ich so ins Video holen? Und dann habe ich mir aber für mich entschieden, nein, werde ich nicht machen, denn ich werde auf solche negativen Kommentare einfach nicht mehr eingehen. Das hier ist jetzt, also zu diesem Thema hier, das sind ja schon relativ sachliche Fragen, obwohl sie manchmal komisch gestellt worden sind. Aber da bin ich jetzt noch drauf eingegangen, aber auf Kommentare, die dann teilweise so ein bisschen persönlich auch geschrieben werden, auf sowas gehe ich nicht mal ein, auch wenn da dann noch eine sachliche Frage drin ist. Dann habe ich aber noch ein cooles Projekt gebaut, das habe ich auch schon benutzt. Das Projekt zeige ich dir gleich. Denn ich habe mir eine Lünette gebaut. Das ist hier dieses coole Teil. Wer nicht weiß, wofür das ist, schaut sich am besten das Video an. Das ist hier oben rechts verlinkt. Das ist quasi eine Stabilisierung für die Drechselbank, also interessant für alle Drechsler. Damit könnt ihr dünne oder auch etwas dickere Werkstücke stabilisieren, wenn die relativ lang sind. Wenn ihr etwas drechselt und die sind nämlich relativ lang, dann passiert es halt eben, dass das anfängt zu schwingen und dann könnt ihr es nicht mehr so gut bearbeiten. Mit diesem Teil hier könnt ihr das Ganze aber dann stützen und dann weiterhin gut drechseln. Gibt es als eigenes Video, war erstaunlich einfach zu bauen. Dann habe ich ja vor ein paar Wochen angefangen, mir einen Bohrerschrank zu bauen. Das wurde dann hier dieser Stauraumschrank, so will ich es mal nennen, für meine Drechselbank. Und in dieser Woche habe ich hier dieses Teil gebaut. Das ist quasi auch ein Bohrerschrank, aber er ist halt super gut für kleine Werkstätten. Denn ihr könnt das Ganze schwenken und könnt es platzsparend an der Wand verstauen. Und wenn ihr halt eben einen Bohrer von ganz hinten braucht oder müsst ihr auf der anderen Seite schauen, was das für ein Bohrer ist, könnt ihr es zusätzlich nochmal rausziehen. Könntet aber auch theoretisch hier diesen kompletten Klotz mit an eine andere Position holen, wo er es halt eben braucht. Bei diesem Projekt habe ich auch übrigens die Lünette benutzt, denn ich habe mir hier diesen Rundstab gedrechselt und da zeige ich dir einfach in dem Video, wie ich das Ganze gemacht habe. Das ist ein Video, das wird bald kommen. Das soll es für die Folge Neuigkeiten heute gewesen sein. Schön, dass du auch bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.